Hi, willkommen bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. Heute zeige ich euch die Familie der Monolithen. Einer meiner Lieblingsgrills. Ich habe noch den alten Classic zu Hause und der ist einwandfrei. Funktioniert für alles, über Smoken, direkt grillen, Pizza machen. Das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich den damals gekauft habe. Und es ist ein wirkliches All-in-One-Paket. Und wie ihr seht, gibt es die auch in verschiedenen Größen. Und das schauen wir uns heute mal an. Beginnen wir gleich mit dem Monolith Junior Black. Das ist die kleine Version. Richtig cooles Spaßmodell. Kleine Pizza. Schöne Edelstahlroste. Dasselbe wie der Classic in klein. Ist ausgestattet wie ein großer. Dann geht es weiter mit dem Classic 2016er Modell. Schöne Limited Edition. Bambus Seitenablage. Das Fahrgestell hat sich verändert, ist robuster geworden, gefällt mir sehr gut. Der Einschiebeschacht haben sie auch verbessert. Eine schöne Klappe. Luftzufuhr. Und das Innenleben hat sich zum Vorgängermodell auch ein wenig verändert. Ist jetzt neu ein Rost drin, der man nur auf einer Seite zum Beispiel beheizen kann. Hat eine Abteilung drin. Macht sicher Sinn, finde ich gut. Ansonsten ist es beim Altbewährten geblieben. Gefällt mir sehr gut. Immer noch einer meiner Lieblingsgrills. Sehr universal. Und macht immer wieder Spaß. Hier noch integriert im Tisch. Auch sehr eine coole Variante. Passt auf jeden Gartenplatz. Und macht viel Freude und ihr habt eine gute Ablage. Hier noch die Buggy-Version mit den großen Rädern und Seitenablage. Funktioniert sehr gut. Könnt ihr auch mal im Rasen verschieben und habt den immer griffbereit dabei. Was ich jedem empfehlen würde zu einem Monolith ist der Party-Cue. Da könnt ihr Pull Pork Brisket über Nacht machen und der bläst auch schön Luft rein, dass er immer bei den 115, 120 Grad bleibt, die er braucht. Für mich unverzichtbar, geniales Gerät, einfach und cool gemacht. Dann gibt es hier noch den
großen Bruder, das ist der Le Chef, ein richtiges Ungetüm. Der macht das her, ein Riesenteil. Dann schauen wir mal rein. Auch der coole Anschluss, der neue. Unten die Luftzufuhr ist etwas größer. Darf er ruhig auch sein. Limited Edition Grillshop. Häubchen, sehr cool gemacht. Die Fläche ist riesig. Hier habt ihr Platz für zwei riesen Pulled Porks zum Beispiel oder eine XXL Pizza. Erhöhungen, zweimal eine halbe. So könnt ihr einfach eine drin lassen, zum Beispiel euer Gemüse obendrauf oder Steaks zum Nachziehen. Coole Lösung. Dann der riesige Roast. Wirklich ein Gigant. Die Rosterhöhung oder zum eine Schale mit Wasser unten reinmachen. Und auch wieder ein Kohlekorb, den ihr individuell benutzen könnt. Ihr seht hier die Federn. Der ist richtig schwer. Hat 6 Stück drin. Im Classic sind es 2. Und beim Mini auch 2, aber kleinere. Und da seht ihr schon, wie viel Gewicht das dieser Deckel hat. Ja, Freunde, das ist die Familie der Monolithen. Es gibt unzählige Versionen und Zusatztische. Für mich einer der besten Grills. Ich würde sagen, schaut euch die Dinger unbedingt mal an, wenn ihr aufrüsten wollt. Einen guten Holzkohlegrill, der vielseitig ist. Smoken, direkt grillen, Pizza machen, niedergaren, low and slow. All das könnt ihr mit diesen super Grills machen. Wie gesagt, für mich unverzichtbar. Ich würde ihn immer wieder kaufen. Schaut euch die Dinger an und weiterhin viel Spaß bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. See you!